Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mountain Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Ja, letztes Mal haben wir uns tatsächlich einer relativ großen Schlacht hingegeben, so rund um Uxkal herum hatten wir ein bisschen Stress gehabt, wir haben Kelderan weiterhin aufgerüstet, haben dafür gesorgt, dass ein paar Männer da auf jeden Fall stehen. Und jetzt waren wir gerade dabei, nachdem wir auch mal den König, glaube ich, gefangen genommen hatten, sind wir jetzt dabei, den Graf Kurinas davon abzuhalten, India zu plündern. Das heißt, wir reiten jetzt getrost mit 14 Gefangenen im Schlepptau hinterher und sind trotzdem schneller als er. So, dann würde ich sagen, ergibt euch oder sterbt. 95 gegen 87 dürfte kein Problem darstellen. Und wir haben wieder einen Graben. Schnell rüber über den. Auf Gefecht im Wasser habe ich bekanntlich überhaupt keine Lust. So. So, ganz gentlemanlike erschlagen wir die Frau übrigens persönlich, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ey, das war mein Kill. Ach, Mensch. Nein, ich hau nur wieder den Sergeanten da um. Und Wasserschlacht. Juhu, juhu, ich hasse es. Gibt nichts Schlimmes als so eklige Wasserschlachten. So, den Grafen haben wir schon mal umgeklatscht. So. Nächsten Sergeanten rausgenommen. Und hier kommt die Nachschubtruppe. Was bist du denn für einer? Ein Zwarscher Infanterist. Ja gut, dann ist es ganz nett, wenn ich dich abschlachte. Dann müssen sich die eigenen Leute machen. So, den nehme ich auch nochmal. Na, wir hätten bekommen. Ich habe ihn bekommen, sehr schön. Naja, wenn das größte Problem in einer Schlacht ist, wer die meisten Kills macht. Gut, okay, das dürfte es gewesen sein. Sehr schön, haben wir den hoffentlich. Komm, lass mich den gefangen genommen haben. Ich habe jetzt noch wieder einen Platz frei. Nein, habe ich natürlich nicht. Schade. So. Dann packen wir ein paar Sachen ein. Sind bald bei einer tatsächlich sechsstelligen Summe, so geldmäßiges angeht. Das war noch so ein kleiner Hintergedanke von mir letztes Mal, warum ich überhaupt den König verkauft hatte. Das hing so ein bisschen damit zusammen. Na, shit, es wurde tatsächlich noch überfallen. Pech gehabt, Malte. Fast rechtzeitig da gewesen. Weil, das hing jetzt damit zusammen, weil ich mir noch gedacht hatte, so, dass wir tatsächlich demnächst finanzielle Probleme bekommen könnten, weil diese Feldzüge halt immer so den Nachteil haben, die ich hier führe, dass wir gelegentlich das eine oder andere Dorf entzogen bekommen. Und ich habe es in der letzten Abrechnung schon gesehen, es waren nur noch 8400, aber es werden ja weiterhin schön Dörfer geplündert. Und wenn die Dörfer wieder da sind, haben sie ja grundsätzlich immer weniger Einnahmen als vorher. Deswegen, ich halt irgendwann befürchte, dass es vielleicht ein finanzielles Problem geben könnte, wenn man Kriege zu lange führen muss. Und das haben wir in der letzten Runde ja auch schon ziemlich erlebt, dass wir doch ganz schön lange uns mit dem Kriegen rumquälen mussten, bevor man da überhaupt an Frieden gedacht hat. Und das ist ja mal eine komplette Kavallerietruppe, also aka Kergit. Na super, da bin ich jetzt ganz froh, dass wir unsere ganzen Rittertruppen dabei haben. Das sind so Schlachten, die dauern bekanntlich am längsten, auch wenn es jetzt nur 37 Kergit-Leute sind. Ich sage euch das, ein Feldzug von Kergit-Leuten, so wie wir es letztes Mal in Uxkal gesehen haben, den möchte ich tatsächlich nur innerhalb von Burgmauern begeben, damit sie von ihren Pferden runterkommen müssen. Also eine 500er Aktion. Weil so ein Kergit-Truppenansturm, da habe ich nicht so einen Nerv drauf. So, das Opfer habe ich mir jetzt hier ausgemacht. Mal gucken, ob ich es kriege. Ne, es flieht komplett, alles klar. Gut, dann sollst du mal fliehen. Dann nehme ich mir dich hier. Ha! Treffer. Tut unserem Pferd auch überhaupt nicht weh, ne, wenn da so ein anderes Pferd mit, keine Ahnung, 80 Sachen reinkracht. Total normal. Gut, okay. Da haben wir das. Haben sie unsere Jungs ganz nett angestellt. Alles relativ schnell ausgeschaltet und den Typen gefangen genommen. Sehr schön, ziehen wir dann direkt auch aus dem Verkehr raus. Kümmern uns dann mal darum, dass sie jetzt noch so ein paar Sachen mitkriegen.
und würde sagen, dass wir jetzt abdüsen, dann nach Praven, um nochmal alles abzustellen, abzulagern, so was wir noch haben. Gut, okay, dann haben wir jetzt hier noch einen, ne, machen wir mal Scharmützler draus. So, und jetzt gehen wir in die Garnison, packen erstmal den ganzen Kram weg. So, auch den nächsten Grafen, den noch gefangen genommen haben. Und blicken dann Richtung Marktplatz. Verkaufen hier noch den ganzen Kram und tauschen die jetzt hier gegen ein paar Nahrungsvorräte rein. Weil ich habe, glaube ich, gerade gesehen, dass ja, wir ein bisschen einseitig um den Town da unterwegs sind. Aber bedeutend viel Abwechslung kriegen wir da jetzt auch nicht rein. Naja, schade. So, 1000 erhalten wir nochmal eben dafür. Haben jetzt fast 40 Gefangene da. Ja, da muss ich doch nochmal gucken, ob da jetzt auch noch zufällig gerade ein Lösegeldvermittler in der Stadt steckt. Das könnte sich jetzt als nützlich erweisen. Und den Elite-Schwertkämpfer, den nehme ich mal mit. Ich brauche momentan Truppen für Kelderan. Aber ich glaube, ansonsten sieht das hier gerade schlecht aus, was Lösegeldvermittler angeht. Jupp, keine Chance. Schade, das heißt, weiter geht's. Unser Weg, Balani ist jetzt ein bisschen weit weg vom Schuss. Egal, gehen wir trotzdem mal hin. So, erhalten noch ein paar EP, beziehungsweise erstmal die neuen Rekruten reinholen. Und verwenden jetzt diese EP erstmal für, um hier noch einen Fußsoldaten und einen Scharmützler rauszumachen. Dann geht's runter nach weiter. So, dort ist keiner sich gewillt, uns anzuschließen und Rulons wird verheert. Sehr schön, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Das passt ja tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Dann können wir mal gucken gehen, wer da mal jetzt meint, das hier verheeren zu müssen. Na, haben sie sich schon verpisst oder wie ist das? Ja, tatsächlich sind schon weg, okay. Dann noch hier wieder drei Leute, die wir reinstecken dürfen in den Trupp. So. Dann bauen wir hier nochmal aus. Gehen rüber nach Ibran. Da dürfen wir keinen mitnehmen. Dann hoch Richtung Kelderan und die Leute ablagern. Und Ruluns wird verheert und India wird verheert. Ja, warte, dann nehmen wir die Jungs mal ganz kurz noch mit für ein bisschen Erfahrungssuche. EP-mäßig. So, Graf Attis ist da unterwegs. Aber ich glaube, der ist deutlich schneller als wir momentan. Ja, ist er. Dann India nochmal ganz kurz vorbeischauen. Da sind wir aber schneller, der hat 125 Leute, das ist ein ziemlich großer Graf. Den sacken wir dann mal eben ein. So, ergibt euch oder sterbt. Wieder hier mit voller Truppe. Können wir den am besten noch gleich, wenn wir den gefangen nehmen sollten, sind wir sogar unter Praven, können wir den gleich auch noch wieder reinstecken ins Gefängnis. Und danach sehen wir zu, dass wir tatsächlich mal nach Kelderan kommen, weil wir haben gleich 115 Leute oder so mit am Start. Und ja, da kann man schon wieder ein bisschen aussortieren. Und ich sollte vielleicht doch mal ein Schild mitnehmen jetzt gerade. Das ist hier doch ein bisschen viel Gefeuere. So. Damit hat sich das hoffentlich. Jetzt brauche ich nur die richtige Waffe und ein paar Opfer dafür. Sehr schön. Ja, dann kann man tatsächlich auch gleich drüber nachdenken. Also ich muss da mal, wie gesagt, gucken, was gleich so zahlenmäßig geht. Aber vielleicht kann man auch dann schon auf die nächste Burg vielleicht heute noch schielen. Das wäre ganz interessant auf jeden Fall. Vielleicht kann man auch die nächste Belagerung mitnehmen. Dass wir sozusagen erstmal unsere Kernprovinzen erstmal reinholen. Dass wir das dann daran schon mal dann Haken machen können hinter die Mission und dann mal gucken, was sonst noch so geht. So, die neu gespawnten Leute kriegen jetzt erstmal eins auf den Deckel. Tja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ist unser Teil dafür wieder getan. Warten wir drauf, dass die sich die letzten Leute abgreifen. Dankeschön und weiter im Kontext. So, einen Gefangenen leider nur gemacht. Der hilft uns jetzt tatsächlich nicht so viel weiter. Ansonsten nochmal hier ein bisschen verschieben. Und ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Aber alles nichts Weltbewegendes. Gut, wir dürfen aber immerhin hier nochmal einen Milizen draus machen. Hier noch einen Armbrustschützen und dort
zwei Fußsoldaten, zwei Scharmützler. Das bringt auf jeden Fall immerhin den Trupp für die Burg schon mal weiter. So, und ich glaube, wir dürfen nochmal befördern. Sehr gut, zwei weitere Milizen, ein weiterer Armbrustschütze, ein weiterer Infanterist und ein, zwei, drei Fußsoldaten plus drei Scharmützler. So, jetzt aber. Kommt, Jungs, jetzt muss ich meine Leute abliefern, jetzt geht's nicht mehr. So, viele Feindtruppen, oh, großer Feindtrupp in der Nähe von Burg Maras entdeckt. Oh, da muss ich gleich mal kurz gucken. Nicht, dass die jetzt versuchen, mit dem nächsten Feldzug Burg Maras einzunehmen. Wäre ein bisschen unglücklich für uns. So, wie sieht es hier jetzt aus? Wie viele Leute habt ihr jetzt hier drin? 118, sehr schön. Das heißt, ich kann schon wieder 18 Waffenknechte rausziehen. So. Heißt, 11 Leute fehlen noch sozusagen. Das geht ja noch. Ach gut, jetzt lasse ich den einen Rodok-Armbrustschützen da drin. Ich muss wissen, was mit Burg Maras ist. Weil ich da vorhin gelesen habe, großer Feindtrupp, aber belagert wird es noch nicht. Da bin ich ein bisschen skeptisch jetzt gerade. Passen wir mal auf, wir bleiben jetzt mal mehr so in dieser südlichen Richtung. Nehmen jetzt nochmal eben kurz die 8 Leute irgendwie mit. Vielleicht über Nomar. So, feindliche Truppe in der Nähe von Burg Harino entdeckt. Alles ist noch nicht so wild. Großer Feindtrupp in der Nähe von India entdeckt. Okay, das heißt, die haben jetzt irgendein Ziel. India ist hier hinten. Das heißt, sie werden wohl auf Zuno drauflaufen wollen. Okay, okay, da kann ich natürlich direkt zwischengrätschen. So, Errungenschaft freigeschaltet. Goldfarmer. Wahrscheinlich, weil ich jetzt tatsächlich eine sechsstellige Summe besitze. Ja, ich besitze, beziehungsweise wir besitzen 102.000. 6.000 haben wir es noch bekommen. Ja, ihr seht so langsam, ne, die Finanzen, das wird nicht unbedingt besser. Aber tatsächlich haben wir jetzt genügend Reserven auf jeden Fall. Und Zuno wird belagert. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, dann grätschen wir dazwischen, gehen nach Yaga und dann hoch. Richtung Zuno. So kommt uns das schon mal nicht in die Quere. Graf Gerlux schlage ich mal gekonnt aus. So käuflich bin ich auch nicht. Und das scheinen doch noch ein paar Leute zu sein. Jetzt muss ich anfangen zu rechnen. Ja gut, die 40 hier. Plus, drehen, 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 drehen. Dass ich jetzt auch alles lesen kann. So. Also 300. Plus mit dem, ja, sind wir ungefähr 300. 400, ja gut. Ist ungefähr nochmal so dieselbe Anzahl wie letztes Mal. Heißt, wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir den hier rausbekommen. So, den können wir nämlich einzeln tatsächlich rausnehmen, weil wir der Karawane zu Hilfe kommen. Heißt, um diese 30 kümmern wir uns einzeln und danach um den großen Hauptkampftross. Und danach sieht das für Rodok, aber muss man auch sagen, also wenn wir jetzt von den Fürsten da so zwei, drei gefangen nehmen können, dann sieht das für Rodok echt nicht gut aus. Vielleicht haben sie dann tatsächlich Interesse an einem schnellen Frieden, sobald wir dann unsere Kriegsziele erreicht haben. Ich wäre auf jeden Fall im schnellen Frieden nicht abgeneigt, weil ich ja ganz gerne erstmal auf die Grundterritorien des alten Swadischen Reiches hinaus will. Und da halt Rodok jetzt nur eine Burg von besitzt. Des Weiteren würde ich mich dann natürlich ganz gerne auf Vigir stürzen, weil die ja noch Dirim haben. Andererseits weiß ich auch nicht, vielleicht haben die Saraninen auch einfach gleich Dirim. Fehlt jetzt noch wer? Ja, jetzt haben sie es. Gut, okay. Dann Karawanenmeister ist natürlich hoch erfreut. 3 Moralpunkte für den Trupp. Moral ist hoch. Plünderer interessiert mich nicht. Hier kann man auch nichts von mitnehmen. Dann ab in die Großschlacht. So. Da habe ich ja auch keine Probleme mit. Das wird auf jeden Fall klappen. 108 gegen 435 auf relativer Ebene. Das dürfte durchaus lustig werden, zumindest für uns. Wenn kein Fluss da ist. Nee, ist kein Fluss da. Gut, dann sehe ich zu, dass ich mich erstmal auf die Kavalleristen stürze. Ich glaube nämlich, ich habe einen Saranides dabei und da bringt er ein paar Kavallerietruppen mit ein. In den Trupp. In den Tross, wie auch immer. Und die Herren hier dürfen sich auf den Hauptkampftrupp stürzen. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir wen außer Gefecht setzen hier. Na, nur das Pferd umgehauen. So, ganz schön Action hier. Ganz schön viele Kavalleristen, muss ich übrigens auch sagen. Wenn ich es jetzt so richtig sehe.
So, okay, jetzt haben wir uns hier einigermaßen befreit. Das war, glaube ich, ein Graf, den ich kaputt geschlagen habe. Ihr habt Tribidan. So, da hinten spawnt jetzt natürlich nochmal die nächste Menge. Mein Gott, ey, so Freunde, da muss ich sagen, da lobe ich mir ja im zweiten Teil Handgranaten, ne? Wenn da so frischer Spawnhaufen steht, wenn da eine Handgranate reinwirfst, das ist immer ziemlich witzig. Beziehungsweise eigentlich ist ja der dritte Teil sogar tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Und wieder mitten im Spawnpunkt gelandet. Das dürfte jetzt gerade dezente Frame-Anbrüche gegeben haben. Einen Verlust haben wir schon mal wieder. Graf Gutlands hat einen unserer Ritter platt gemacht. Das ist jetzt nicht so wild. Zahlenverhältnis her, Verlustquote, das stimmt noch alles. So, gut. Also ich würde schon sagen, so 20, 30 Leute haben wir jetzt doch selber bestimmt auch auf dem Gewissen. Kann ich glaube ich sogar auch nachsehen. Sekunde, komme ich mal eben. Nein, sehe ich tatsächlich nicht. Schade, ich hätte es gedacht, ich könnte das jetzt hier vielleicht sehen, aber dem ist leider nicht so. So, haben sie jetzt hier noch irgendwo was? Da vorne ist halt noch einer. Ne, auch tot. Dann hier, da ist noch wer. Und du auch noch? Na, mon ami. Dankeschön. Schade. Nur 16 Schaden. Gut, okay. Dann haben wir das auch schon wieder gesichert. Also einen Verlust haben wir. Bleiben jetzt noch 235 von denen. Dadurch dürfte sich die Anzahl unserer eigenen Truppen von 33 nochmal erhöht haben. Yo, auf fast 60. Die wir jetzt mitnehmen dürfen, müssen leider dezent bergauf reiten. Das finde ich natürlich nicht so witzig. Aber unterm Strich alles kein großes Ding hier. Wie gesagt, das Wichtigste ist tatsächlich für uns, dass wir hier ein paar Fürsten abgattern können, dass wir das Reich so gesehen kämpferisch schwächen, dass die einfach so die Dörfer da auseinandernehmen können. Weil das Einzige, was uns tatsächlich mal an den Beinen stellen kann momentan, ist halt, dass man uns die gesamte finanzielle Grundlage entzieht. Das ist so ein bisschen die einzige Befürchtung, die ich in diesem Krieg hegen könnte. Das erinnert mich dann so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, finanzielle Grundlage entziehen, an den Ersten Weltkrieg, Seeblockade. Ja, das kann schon das Genick brechen. Du musst kämpferisch gar nicht mehr unterlegen sein, so wenn du strategisch richtig timest, wenn du da alles richtig machst, bist du auf der sicheren Seite. Dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Vorteil in deiner Hand. So, neue Feinde sind nochmal eingetroffen. Das heißt, da vorne gibt es nochmal den Koloss, aber auch unsere Leute sind da zahlreich vertreten. Das heißt, ich reite einmal um den Trupp hier rum und versuche dann was abzugreifen. Treffer. 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 Ja, nicht schlechter Specht. Gut, dann denke ich, können wir uns jetzt auch, glaube ich, gleich draus raushalten. Uns mal hier wieder ein bisschen bessere Position suchen und Arimena Stufe 20 aufgestiegen, auch nicht schlecht. Wobei ich euch da gleich nochmal was zeigen muss, fällt mir gerade ein. Wenn wir schon beim Thema hohe Level sind, das rächt sich dann irgendwann so ein bisschen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, erstmal haben wir die jetzt geschlagen. Ich hoffe, eine Schlacht wird es wohl noch geben, aber die dürfte dann sich relativ schnell erledigt haben. 90 Stück sind es noch. Jetzt sind wir sogar tatsächlich zahlenmäßig in Überzahl. Okay, auf dem Schlachtfeld quasi gleich, aber vom Prinzip her definitiv in Überzahl. So, ich muss mal einen ausscheren. Tut mir leid, Männer. Damit ich mit den Sergeanten erwischen kann. Und vielleicht auch den hier noch. Bringt gute IP-Punkte. So, da haben wir schon die ersten Flüchtenden. Neue Feindtruppe ist schon eingetroffen da hinten. Oh Gott, alles Rekruten. Was
mache ich hier überhaupt? Warum haue ich denn die platt? Naja, egal. Was sein muss, muss halt sein manchmal, Freunde, ne? Gut, dann hier du noch. Zack. Ah, das sieht nicht schlecht aus. So. Ey, Kollege, willst du mich umrennen? Seine Majestät hier. Gut, perfekt. Dann mal weg damit. Keiner, sehr gut. Ein. Zwei. Ja, das ist okay. Das Minimalste ist erreicht. Zwei kriegen wir jedoch wieder aus dem Verkehr gezogen. So, jetzt muss ich leider lesen, was da wirklich für Einheiten sind. Also wir haben jetzt hier einmal ausgebildete Armbrustschützen, Armbrustschützen-Veteranen. Die Veteranen kommen auf jeden Fall schon mal mit. Dann die ausgebildeten Armbrustschützen kommen auch mit. Auch der ausgebildete Speerwerfer kommt mit. Die Armbrustschützen, dann sind wir damit durch. Gut, dann hier noch ein bisschen umpositionieren und ein paar Sachen mitnehmen, die wir jetzt aus dieser Schlacht ziehen können. Das sind sogar einige. Sehr schön, das sind ein paar mehr. Passt. Und wieder 20.000 EP erhalten. So, diese 20.000 EP werden jetzt dazu genutzt, um ja, ein paar Leute aufzubessern. Hier nochmal 4 neue Ritter zu machen. Und wir gehen dann jetzt mit unserem Tross dann nach Praven, um erstmal die Gefangenen wieder loszuwerden. In der Hoffnung, sie auch mal endlich wieder verkaufen zu können. Ein weiterer Fußsoldat. So, dann, genau, einmal umrüsten, umschichten hier. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal danach gucken. Vielleicht gibt es ja jetzt, wie gesagt, einen, der uns das abnehmen würde. Oh, ich bin in eine Falle geraten. Hoppla, das soll ja auch nochmal vorkommen. Tatsächlich, so ein paar dämliche Banditen wollen mich wohl ausnehmen. Ja, Freunde, ich glaube, das wird nicht so witzig für euch. Womit kämpfe ich denn? Versuchen wir mal damit. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ja gut, dann machen wir es einfach auf die klassische Art und Weise. So. Das waren schon mal 3. Oh, das 4. Sehr gut, dann komm du nochmal her. Na, darf ich dich noch mit? Ne, darf ich nicht. Schade. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ihn vielleicht mit losen Fäusten bekämpfen sollte. Das war dann aber doch ein bisschen mickrig. Gut. So, dann möchte ich jetzt aber gucken, ob da tatsächlich jemand ist, damit ich verkaufen kann. Und zwar, ja, tatsächlich ist es einer da. Sehr schön. So, dann kommt mal her, meine geliebten Gefangenen. So, 15. Holt euer Geldsäckelchen raus. Das wird durchaus was geben, finanziell. So, 9, 14, 15. Nein, nicht Arena. So. War solide. Das gibt ein paar tausend Taler. So, hier sind nochmal 8 und nochmal einer und der Rest sind alles Grafen, die hier sitzen. Ja, ich glaube so 4.000 gab es bestimmt nochmal eben obendrauf. Du bist ein Landsknechtreiter, ne, dich brauche ich nicht. Du da hinten bist, glaube ich, sowieso ein Minnesänger, dich brauche ich sowieso nicht. Gut, dann kann ich euch nochmal eben kurz das zeigen, was ich euch nämlich noch zeigen wollte. Weil mittlerweile der Sold von den Jungs hier echt, also schon erheblich höher ist als vorher. Also es ist noch nicht ganz auf jeden Fall an dem dran, was so ein dämlicher Ritter kostet am Wochenlohn. Aber, also es sind auch nicht mal diese 5 Taler, die wir früher bezahlt haben für die Herren. Aber alles noch im Rahmen des Machbaren. So. Genau. Einen hier weiterhin auf Intelligenz. Kommen wir zwar immer nicht voran. Das heißt, ich würde jetzt mal tatsächlich die 3 Punkte woanders verprassen wollen. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass ich Arithmena für einen ganz netten Taktiker halten könnte. Ja, das traue ich dem schon zu. Dann bringen wir jetzt mal 3 Punkte auf Taktiker dahin. Damit es in der Schlacht noch schneller und besser klappt. Noch ein paar Einhandwaffen. So. Gut, dann sind wir damit durch. Wir bringen jetzt die Leute. Ich muss kurz überlegen. Ah, das ist noch nicht genug. Wir brauchen noch ein paar neue. Ah, keiner gewillt. Wir brauchen noch ein bisschen was, damit wir tatsächlich jetzt endgültig umrüsten können. Und Rudolf wird nochmal angegriffen. Da muss ich also gleich nochmal hin. So, wie viele Leute haben wir jetzt?
1, 4, 6, 8, 8. Ich glaube, uns fehlten 11. Ja, ich denke, mit Rulunsgleich oder so könnte das gleich passen. So, wollen wir mal gucken. Rulunz, 48. Oh, da wird schon wieder eng mit unserer Geschwindigkeit. Ja, doch, kriegen wir. Warte, Stopp in Ibran. 7 Leute einpacken. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall die Leute zusammen, die ich brauche. Machen daraus dann nochmal Milizen. So, jetzt habe ich dich. So, ergibt euch oder sterbt. Und Angriff. So, und danach bringen wir Leute nach Kelderan und dann gucken wir mal, was die Uhrzeit sagt und wie das dann aussieht mit der eventuellen Belagerung. Weil das wäre dann tatsächlich der nächste Schritt, dass man sich dann die nächste Burg unter den Nagel reißen kann. So, erstmal die Kavalleristen ausschalten. Oh ja, ist das Schild eigentlich eingepackt? Bin ich doof? Naja, egal, Malte. So, gibt erstmal noch 2 plus auf Stangenwaffen, weil ich solide 180 Schaden gemacht habe. Das ist wirklich extrem viel. So viel mache ich tatsächlich recht selten. Über 150, das ist tatsächlich schon ein Highlight. Da muss ich gut getroffen haben. So, Herren, habt noch was für mich übrig gelassen? Ja, du hier. Ey, Mist, ich hätte dich wenigstens treffen müssen. Schade. So. Gut. Dann dürfen die Herren jetzt auch beiseite geräumt sein. Dann auf Richtung Kelderan. Ein Reiter, den wir noch gefangen nehmen. Ist nicht die Welt, aber egal. Was man hat, hat man. So, dann noch ein paar Sachen mitnehmen. Dürft ihr auch nochmal wieder verkaufen. So, dann auf nach Schiede rüber. Nehmen hier nochmal den Armbrustschützen mit. Und was haben wir jetzt hier? Provokation. Gut. So, dann Kel'redan dürfen wir jetzt die Jungs nochmal umpositionieren. Heißt, ihr verschwindet mir jetzt alle schön brav darüber. Und ich hole mir meine Waffenknechte zurück. So, damit ist die Burg jetzt einigermaßen sicher. Den Gefangenen lade ich dann nochmal ab. Eskortiere ich vielleicht noch irgendwann mal rüber. Gut, dann können wir uns tatsächlich jetzt vielleicht mit der Offensive mal wieder beschäftigen. Wie sieht es denn uhrzeitmäßig aus? Ah, schade, die Uhr gibt es nicht ganz her. Das heißt, wir werden einfach nochmal rüberreiten, um erstmal zumindest zu checken, was dort Sache ist. Aber die Burg werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Vielleicht nicht heute, und da habe ich noch einen 95er Trupp. Ja gut, scheiße, den muss ich jetzt erst natürlich platt machen. 95 darf ich mir nicht entgehen lassen. Na, Gelände ist natürlich auch jetzt ja Kacke für uns. Egal, das muss sein. Also ihr wisst ja, worum es da geht. So, einfach damit halt unsere Dörfer nicht so häufig geplündert werden. Damit, oh, von rechts kommen die, alles klar, dann kommen halt mal von rechts. So habe ich jetzt nicht so gut gerechnet. So, bleib du erstmal liegen. So, schneller Abstieg hier. Muss das ganze Prozedere jetzt für euch ein bisschen beschleunigen. Kann ich jetzt nicht alles vom Pferd aus machen. Alles, was vom Boden aus geht, wird vom Boden aus dann auch gemacht. So. Hier noch irgendwo, irgendwer. Da vorne. Mittlerweile sind unsere Athletikwerte ja zumindest so gut, dass ich mir da keine Gedanken machen muss. Allein hat derweil noch tatsächlich ein Level aufgemacht. Level up. Mittlerweile Stufe 15. Dann lassen wir die auch mal in Frieden. Ja, vom Prinzip her passt das schon. Na, hoppla. Da wär's mir jetzt fast durch die Beine gelaufen hier. Durch die Beine gelaufen, alles klar, Malte. Ist mir fast hier aus dem Sichtfeld heraus. Keine Ahnung, mir fehlt gerade das Wort. Ihr wisst, ich meine das Sprichwort. So, okay, haben wir den jetzt erstmal nochmal kalt gestellt. Oh, vielleicht brauche ich vor der nächsten Belagerung tatsächlich noch wieder ein paar Nahrungsmittel. Ja, muss man gucken, wenn man sich da jetzt noch darauf einstellt. Dann machen wir noch so ein bisschen diesen Nebenheckmeck.
Heißt, wir gehen erst nach Dirim jetzt. Nehmen nochmal einen Ritter mit. So, ein paar Wachtürme wurden verendet. Ein Turnier ist noch hier. Das interessiert mich jetzt aber gerade tatsächlich nicht, obwohl wir mal wieder ein bisschen an Ehrewerte gewinnen müssten. Weshalb ein Turnier an sich gar nicht mal so doof wäre. So, sind 1000, die wir jetzt hier bekommen. Den Käse packe ich mal ein und den ganzen Korn hier. So. Gut, dann gucken wir uns das nochmal an. Was steht denn da wohl? Also ich rechne so mit 100, 150 Leuten. Ich hoffe, dass kein Fürst drin ist, aber ich glaube, den örtlichen Fürsten haben wir sogar gerade platt gemacht. Von daher, yo, sieht auch tatsächlich so aus. Gut, 110 Leute erwarten uns dann tatsächlich, aber nicht mehr heute, sondern erst beim nächsten Mal. Deswegen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, freut euch auf die Belagerung beim nächsten Mal und schaltet wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss! Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für des heute. Videos kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ba-dum-bum-b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 a-dum